Es geschah an einem Montag, einem ganz normalen Montagnachmittag. Am Montag, den 26. April 1937. Wie immer war heute Markttag. Es gab frischen Fisch vom Händler Carlos, frisches Obst und Gemüse aus der Region. Glücklicherweise hatten wir es in Guernica ziemlich ruhig, obwohl um uns herum der spanische Bürgerkrieg tobte. Schau, Mama! Ein Flieger! Da! Hoch am Himmel! Das Geräusch wird immer lauter und lauter. Es zieht schon in den Ohren weg. So laut ist es. Plötzlich sehe ich einen anderen Flieger. Noch einen und noch einen. Und dann war Stille. Alles wurde zerstört. In der Stadt, wo davor alles blühte und lebte.